Edge, aka Papi Chow. Und zwar auf interessanten Charakteren. Also Splash Mage spielt hier gerade Terry. Ich weiß nicht, ob die random genommen haben. Oder wirklich Snake und Terry. Okay, ja, er meinte etwas lucky, aber juckt ja nicht. Nee, das juckt auf jeden Fall nicht, weil also gegen SDN in Pools hat so ziemlich niemand irgendwie mal lucky gewonnen oder auch überhaupt nur gewonnen. Also in Pools. Pools ist eigentlich immer 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 bei ihm. Also, gute Leistung, egal was da passiert ist. Ich habe ja schon gesehen, Cinderor-Spieler anscheinend. Aber darüber reden wir später. Jetzt erst einmal hier Ice-T gegen Splash Mage. Es steht, ja, Ice-T gerade auf dem zweiten Stock schon. Kann ich auch schlecht einschätzen, ob er da auf diesem diesem Charakter gut ist oder ob das eine Random Pick war. Also es scheint schon so, als ob die Jungs wissen, wie sie die Charaktere hier spielen. Spielen sie zumindest nicht zum ersten Mal. Also er versucht hier immer noch den Stock von Splash Mage zu holen. Und der bleibt einfach patient, also lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen von den Bomben, Granaten und allem Explosives generell. Go-Modus ist an. Das könnte bedeuten, dass Ice-T jetzt schon einen Stock verliert. Aber generell, also Splash Mage ziemlich patient gerade. Oh, schöne Dash-Attack, gut getimed. Ja, ey, der STN-Win, den gönnt man sich wirklich. Also ich meine, er ist ja inzwischen Top 10 Germany. Deswegen einfach so ein Win, gönnt man sich. Deswegen ist Pools einfach so nice, ne? Du hast wirklich die Chance, gegen jeden zu spielen im Pool. Und genau wegen sowas lohnt es sich hier zu sein. Wie immer hier mit ja, allen möglichen Spielmodi. Haben hier vier Phasen praktisch. ja, nach Pools dann halt Top 12, die es nicht geschafft haben, kommen ins Silberbracket. Das ist auch immer schon mega Hype. Jetzt, wo ich gesehen habe, in zwei Pools gibt es schon Upsets, wird das Silberbracket diesmal auch mega spannend. Vielleicht kann man ja das das Grand Final hier streamen nochmal nach dem Top 8. Einfach, oh, die Side be killed, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier auf den Charts bleiben oder ob das wirklich nur random war. Ja, aber genau, Pools, Top 8, Top hier Silver Bracket und dann gibt es noch Side Event. Side Event haben wir durch, Pools sind wir jetzt so bei der Hälfte ungefähr. Ach so. Okay, also spielt Ice-T in letzter Zeit häufiger Snake, dann ist es also kein Random Pick. Ja, dachte ich mir schon, dass das auf jeden Fall schon ein bisschen Experience war, hier so das Movement von Snake. Mal gucken, was hier gecounterpickt wird. Generell, also ich meine, er weiß ja jetzt auch, dass da Terry gespielt wird, also vielleicht sehen wir dann... oh, da kommt ein Dritter. Ja, okay. Also Ness gegen Robin. Nee. What? Okay, also wir bleiben bei Terry und Ness diesmal, ja. Gut. Ja. Kann ich sehen... Splash Mage ist ja auch jemand, bei dem man sich so denkt, okay, wie viele Charaktere hast du denn? Also der hat ja auch
Robin, Lee, Swordfighter, Mr. Game Watch, jetzt Terry, ich glaube auch Green Ninja, auch schon einiges gespielt. Aber das sieht ja jetzt schon deutlich besser für Ice-T aus. Guten Damage gemacht und kann auch ziemlich obnoxious sein für Terry gegen Ness offstage, einfach wegen dem Gale Thunder. Und das Yo-Yo, auch das könnte ziemlich schwierig sein, gegen zu recovern. Okay, jetzt hier gerade ein bisschen Momentum. Die Splash Mage, aber kann es nicht lange halten. Und der Backthrow. All Reliable killed hier von Ness. Schnatterly gegen Flora on Stream. Ich werde den beiden auf jeden Fall mal Bescheid sagen, sobald ich kann. Und ja, kann ich mir auch vorstellen. Würde ich auch gerne sehen. Wow, wir sehen hier ganz wilde Tricks gerade von Ice-T. Kannte ich noch nicht. Gut. Also, Splash Mage gleicht aus, stockwise. Und macht hier auch gut Prozente wieder wett. Was er auch braucht, weil jetzt so langsam kommen wieder die Prozente, wo es einfach fast unmöglich ist, gegen Ness zu überleben. Schön. Wild. Okay, und schon ist es wieder ausgeglichen, so ziemlich. Go is online. Dash Attack. War auch ein richtig guter Move von Terry, Dash Attack. Okay, aber trotzdem, Ice-T bleibt in Führung. Aber vielleicht nicht für lang. Mal sehen, was hier an der Edge passiert. Oh, naja, das war auf jeden Fall ein Missklick. Aber kommen beide unbeschadet on stage zurück. Wie gesagt, gutes Movement von Ice-T hier. Oh, schöner Up-Smash. Einfach so. Und es bleibt ja echt ziemlich knapp. Oh, wild. Wild gerade. Der Dab-Reset einfach. So, okay. Kurz in den Chat geguckt. Wie sieht's aus? Und inzwischen hat sich das Ganze eigentlich ganz gut gedreht in Splash Mage's Favor. Oh mein Gott, das hätte schon sein können gerade. Okay. Ja, also Ice-T muss ihn hier irgendwie auf jeden Fall... Oh! Oh mein Gott, das war so crisp. Okay. Ich wollte gerade sagen, er muss ihn hier irgendwie offstage kriegen, aber braucht er gar nicht. Das war ein sehr cooler Jab-Reset gerade. Wow, das wusste ich nicht. Jab oder Downtailed into Down-B und dann einfach F-Smash. Genau auf den Schuh gehauen. Einfach kaputt gehauen. Okay, Downtailed, Down-B, F-Smash. Ja, das war sehr stylisch, muss ich sagen. Sehr cool. Okay, also, wir sehen... es ist kein 2-0 für Splash Mage, sondern 1-1. Ice-T schafft es hier zurückzukommen und ja, jetzt natürlich wieder die Frage, so, welche Stages werden gebannt, was wird gepickt, welche Chars. Wie wir alle wissen, Splash Mage mit dem Robin als Main. Also denke ich mal, Battlefield und Robin wäre so mein Tipp. Aber mal gucken. Mal schauen, was wir hier als nächstes sehen. Ist ja sowieso die Frage, warum er Terry gepickt hat gegen Ness. Ist das einfach ein gutes Matchup für ihn? Vielleicht. Okay, also die beiden sind irgendwie noch am Picken. Währenddessen Gaiva alles gewonnen bisher gegen die ersten drei Seeds. Strong, also First Seed schon mal. Was bedeuten würde, SDN wird zweiter Seed und Mega Man im Moment dritter Seed.
Das heißt, Momo war eigentlich top, top 3 geseedet. Aber hier die Upsets von Guyver. So, was sehen wir hier? Ness und Robin. Ja, okay. Stage habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ach krass, Ice-T und Scorpion wolltet ihr ja eigentlich on stream haben. Es war tatsächlich 2-1 für Scorpion. Mhm. Okay. So, wir gehen ins Game Nummer 3. Diesmal auf den Mains von beiden. Jetzt wird sich das Ganze hier entscheiden. Wie gesagt, Ice-T hat schon ein Set verloren, und zwar gegen Scorpion. Das heißt, selbst wenn er hier gewinnt, ist nicht klar, welchen Seed er dann nehmen würde. Also er wird dann nicht hundertprozentig erster Seed, sondern dann wäre es wahrscheinlich ein Tie. Wenn Splash Mage gegen Scorpion gewinnt, dann ist das ein Tie. Dann kommt es auf die Games an. Also wir haben hier schon mal ein 1-1. Oh! Ice-T gegen Scorpion war auch 2-1 für Scorpion. Oh, okay, schon mal erster Kill hier. Das heißt, es würde wahrscheinlich entschieden werden durch das Scorpion gegen Splash Mage Set. Lass mich nochmal kurz gucken hier. Die beiden haben schon gespielt, es waren 2-0. Also wäre wahrscheinlich Splash Mage immer noch First Seed. Und danach vielleicht sogar Scorpion. Weiß ich gar nicht genau, obwohl hat ein Game zu wenig dann, ne? Also wahrscheinlich Ice-T und dann Scorpion. Ja, mal gucken. So war es auf jeden Fall geseedet. Müssen wir uns gleich nochmal angucken. Nachdem wir hier sehen, was passiert, okay. Ich weiß nicht genau, was da gerade unten in der Blastzone passiert ist. Wurde vielleicht von der Abby irgendwie erwischt. Jedenfalls können wir sehen, beide mit 2 Stocks, aber immer noch Lead für Ice-T. Ice-T hat auf jeden Fall frischen Wind hier in NIZ reingebracht. Splash Mage im Moment, so denke ich mal, so die Nummer 3 hier bei NIZ. Also verliert gegen SDN, kann aber auch gewinnen und verliert meistens gegen Weißel. Hat hier auf jeden Fall in letzter Zeit viele dritte Plätze gemacht. Ice-T macht es hier gerade knapp gegen ihn und hat generell auch Beißel besiegt. Deswegen ist immer spannend. Ja, gerne. So, jetzt kriege ich hier Gesellschaft. Genau, vom legendären Fred. Fred the Foolish. Oh, du bist zu spät gekommen. Oh mein Gott, Alter, ich komme hin und direkt ist das Match vorbei. Ja, ey, okay. Ice-T gewinnt gegen Splash Mage. Das ist ein Upset. Mann. Das will man noch sehen. Das ist interessant, weil Splash Mage hat gegen Scorpion.